Sehr, vielen Dank, sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Ihnen gerne anhand einer retrospektiven Studie aus unserem refraktiven Zentrum Ergebnisse bei einer Comfort-IOL-Implantation im Rahmen einer Brust-BUB-Korrektur darstellen. Wir haben bei jedem unseren Patienten eine Mini-Monovision gestrebt, und zwar wir haben bei dem dominanten Auge auf Emmetropie gezielt und bei dem nicht dominanten Auge auf -1 Dioptrien gezielt, um den Nahbereich postoperativ noch besser darzustellen. Die Comfort-Linse ist eine hydrophile Linse, die hat eine hydrophobe wirkende Oberfläche, sie hat eine Nahaddition von 1,5 Dioptrien, es ist eine Tiefenschärfenlinse, die aber eine refraktive Linse ist. Das ist keine diffraktive Linse im Vergleich zu die Symphony zum Beispiel von Amo. Wir haben bei der Studie 53 Patienten eingeschlossen, 106 Augen, das durchschnittliche Alter lag bei 62,9 Jahren, und wir haben die Comfort-IOL implantiert bei Kataraktpatienten oder im Rahmen einer refraktiven Linsenaustausch. Und wie gesagt, das Ziel war bei dem dominanten Auge Emmetropie und bei dem nicht dominanten Auge -1 Dioptrien. Und wir haben immer mit dem nicht dominanten Auge begonnen, falls wir Abweichung hatten, damit wir uns auf dem emmetroben Auge besser einrichten können. Der Visus wurde 3 bis 6 Monaten postoperativ erhoben. Keiner der Patienten klagte postoperativ über Halus oder Kontrastprobleme abends. Allerdings bei 8 Patienten war zum längeren Lesen eine Lesehilfe notwendig. Und bei ca. 5 Patienten von 53 Patienten wurde sekundär eine BRK oder Femtosekundenlasen im Intervall durchgeführt. Die Dioptrienbereich oder die Dioptrienstärke der implantierten IOL schwankte zwischen 3 und 32,5 Dioptrien. Im Mittelwert lagen wir bei 20,7 Dioptrien. Und die postoperative Refraktion bei dem dominanten Auge lag im Mittelwert bei -0,04 und bei dem nicht dominanten Auge bei -0,8. Und bei dem nicht dominanten Auge, wie Sie das hier auch sehen können, wir haben eine größere Streuung. Und bei den Patienten, die immotrop geworden sind, obwohl wir auf -1 gezielt haben, das ist die Patientengruppe, wo wir im Intervall sekundäre BRK oder Femtosekundenlasik durchgeführt haben, falls die Patienten den Wunsch hatten, noch besser in der Nähe zu lesen zu können. Der unkorrigierte Fernvisus bei dem dominanten Auge lag postoperativ im Mittelwert bei 0,9 und bei dem nicht dominanten Auge bei 0,5. Das war auch zu erwarten, wir haben auf -1 gezielt. Und der unkorrigierte Nahvisus bei dem dominanten Auge lag im Mittelwert bei 0,3 und bei dem nicht dominanten Auge bei 0,6. Allerdings binokular kamen die Patienten unkorrigiert auf einem Nahvisus von 0,7 und waren damit sehr zufrieden. Wobei die Linse ist nicht geeignet, um ein Buch im Bett zu lesen, wenn die Lichtqualität nicht gut ist. Das muss der Patient aber vorher wissen. Einseitige Implantation. Wir haben bei 3 Patienten, die beidseitige Fakir-Patienten mit Immotropie und Brist-BUB, nachdem wir einen Kontaktlinsentest durchgeführt haben und die Monovision simuliert haben, sie haben das gut vertragen. Wir haben uns entschieden, bei denen auf ein Auge die Comfort-IOL zu implantieren. Wir haben, wie gesagt, mit dem nicht dominanten Auge begonnen. Wir haben auf -1 gezielt. Wir wollten das zweite Auge operieren, aber die Patienten waren so zufrieden, dass wir nur das nicht dominante Auge operiert haben, weil sie da in der Ferne und in der Nähe auch gut sehen konnten. Und alle 3 Patienten waren keine Brille mehr notwendig. Bei 3 einseitigen Pseudophagen-Patienten mit einer Monofokallinse und Emmetropie, sie hatten Katarakt. Und wie gesagt, auf einem Auge war eine Monofokallinse implantiert wurde. Wir haben am zweiten Auge ein okkulentes Comfort-IOL implantiert. Wir haben wieder auf -1 gezielt. Und alle Patienten waren für den Alltag brillenfrei, aber für ein längeres Lesen haben sie eine Lesehilfe gebraucht. Und dazu gehört eine gute Aufklärung, und der Patient muss es vorher wissen. Voraussetzung, bevor man eine Tiefenschärfenlinse implantiert oder eine Multifokallinse implantiert, ist der ausdrückliche Wunsch der Patienten nach einer Brillenfreiheit. Die mesopische Pupillendurchmesser soll zwischen 3,5 und 7 mm sein. Die dankbarsten Patienten sind die Hyperopen-Patienten, gefolgt von den Hohe-Myope-Patienten und letztendlich die Emmetropen-Patienten. Der korneale Astigmatismus soll weniger als 0,75 Dioptrien sein. Mittlerweile gibt es bei der Comfort und bei der Symphony auch
anatomische Komponente dabei, die geht bis minus 4. Und deswegen, wenn man einen Astigmatismus von groß, also groß alles 0,75 hat, es empfiehlt sich, dass die torische, also dass die Hornhautverkrümmung mitkorrigiert wird. Zusammenfassend, die beidseitige Implantation der Low-Ad-EDOF IOL, das sind die tiefenschärfen Linsen mit Monovision, stellt eine gute Option für eine Brillenfreiheit nach Kataraktoperation oder im Rahmen einer refraktiven Linsenaustausch dar. Die einseitige Implantation bei immotropen, phaken Patienten in das nicht dominante Auge mit dem Ziel auf minus 1 kann zu einer Brillenfreiheit führen. Und die einseitige Implantation bei immotropen, pseudophaken Patienten kann auch zu einer Brillenunabhängigkeit führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.